Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet. Was ist das? Hört ihr das auch? Tupac Via. Ja? Ich bin dein Vater. Okay. Verbinde dich mit mir und folge der dunklen Seite der Macht. Fuck. Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu meinem neuen Gameplay-Video. Es ist endlich soweit. Wir können Vader Immortal auf dem PC genießen und ich bin echt gespannt, wie das Game so ist. Ich habe jetzt echt noch nicht reingeguckt. Ich war mal 2 bis 3 Minuten mit der Quest drin und muss sagen, es sah nicht schlecht aus. Ich habe so die erste Szene, wo man in einem Raumschiff ist, mal ein bisschen angetestet. Wollte mich da aber jetzt nicht großartig spoilern lassen. Wollte das wirklich auf dem PC mit euch genießen. Und ja, deshalb habe ich das dann auch ausgemacht auf der Quest. Ich habe also einen kleinen Grafikvergleich, also auf jeden Fall von der ersten Szene. Und bin da jetzt gespannt auf die PC-Version. Gehen wir jetzt einfach mal direkt auf die Seite. Es kostet 9,99 € und ich finde den Preis echt okay. Das Spiel soll, glaube ich, so zwischen 40 und 60 Minuten. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Ich meine, das mal gelesen zu haben. Für die Zeit wäre es echt okay. Und hey, wir wollten alle mal Star Wars in VR erleben und ja. Also ich bin echt gespannt, wie das Game so ist. Und ja, es soll ja so mehr so ein interaktiver Film sein oder eine interaktive Serie, wie wir jetzt ja hier sehen, ist ja eine VR-Serie. Und ja, das ist die Episode 1. Es hat eine Cross-Buy-Funktion, das heißt, wenn ihr das jetzt kauft für den PC, habt ihr das automatisch auch in dem Quest-Store und ich glaube auch umgekehrt. Ich kann es leider nicht testen, weil ich die Quest nicht habe. Ich habe aber gelesen, dass es halt die Cross-Buy-Funktion hat. Also wird es auch so sein. Also wenn ich das jetzt hier kaufe, habe ich es dann im Quest-Store auf kostenlos stehen, kann es dann da installieren und ja, schon Spaß haben. Ja, kleines Manko, es ist wieder nur Englisch verfügbar. Es sind auch, glaube ich, keine Untertitel in Deutsch oder anderen Sprachen verfügbar. Steht es auf jeden Fall hier nicht. Werde ich aber gleich nochmal im Spiel mir anschauen. Ja, ich bin gespannt, wie das Game ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Game an. Und nach dem Spiel nicht wegschalten direkt, sondern dann gehen wir in ein kleines Fazit rein. Reden nochmal ganz kurz darüber. Und ja, das habe ich jetzt eigentlich bei jedem Gameplay so vor, dass wir vorab noch mal kurz darüber quatschen, uns die Shop-Seite anschauen oder die Homepage von dem Spiel und ja, im Nachhinein dann noch mal bisschen ein kleines Fazit machen, kein richtiges Review oder so, aber einfach mal so einen Ersteindruck schildern, dass ihr auch eventuell so ein bisschen mehr daraus ziehen könnt und meine Meinung habt. Ich finde immer, ja, es sind immer nur Meinungen von, ja, persönliche Meinungen, man kann jetzt nicht sagen, okay, für mich ist das Spiel jetzt nichts, aber das muss jetzt nicht für alle gelten. Ich finde es immer blöd, wenn Leute dann wirklich nur auf eine Meinung hören und denken, ja, der hat jetzt gesagt, das Spiel ist jetzt echt blöd und ja, nicht gut umgesetzt und vielleicht ein anderer findet das aber wieder super. Also von daher muss man das mit Vorsicht genießen, finde ich, besonders in VR. In VR ist das nochmal eine Ecke, ja, gravierender als bei Flat-Spielen, finde ich. Weil bei VR noch mal ein bisschen andere, ja, Einflüsse herrschen, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall das dazu. Und ja, ich würde sagen, gehen wir jetzt direkt ins Gameplay und viel Spaß. Okay, Leute, hier sind wir im Spiel und wir können uns jetzt hier schon mal ja, Settings für VR aussuchen. Standard VR, Standard Setting for Experience VR Users, Comfort Setting, ne, brauchen wir nicht. People with Motion Sensitivity. Also die Motion Sickness anfällig sind, könnten diese Funktion benutzen. Custom VR, Custom Comfort Settings for a Tailroad. Wir nehmen erstmal Standard VR. Und erstmal unsere Hände anschauen. Lederhandschuhe und die knistern sogar. Ja, okay. Lightsaber Dojo, Lightsaber Training in Vader's Dojo. Start the Experience. Settings sind wieder die Comfort Settings, genau, okay. Audio Video haben wir auch noch. Steht auf High. Play Experience Sitting or Standing. Seated.
Steht der jetzt auf Off oder On? Okay, Off. Visual Combat Assist for Hearing Impaired. 360 Grad ist an. Alles gut. Ja, und dann Start. Viel Spaß. A long time ago in a galaxy far, far away. We better move it, Captain. Wow. The Huts want their spice back. We gotta jump to hyperspace and we're dead. Come on, flip the bypass switches for the hyperdrive. All right, hyperdrive controls are active. Make the jump to light speed. Energie! Nice one, Captain! Oh, that never gets old. But as soon as we offload these spice crates at Shadow Market, we are sitting pretty. Sitting pretty. You know, maybe then you can make those repulsor lift upgrades you've been promising me forever. You know, and forever and ever. You know, it looks like we're gonna be in hyperspace for a while here, so feel free to go back and check our loot. You name it. Sky's the limit. Sky's the limit. That's a song from Tupac. Biggie. Also ich muss sagen, sieht auf jeden Fall detaillierter aus als in der Quest. Why don't you go back there and relax? Habe ich jetzt hier nur? Okay, das wäre natürlich blöd. Ich versuche mal kurz in die Settings zu kommen. So, jetzt testen wir das mal ganz kurz aus. Locomotion, Teleport, Movement. Teleport. To select the locations can reduce motion sickness. Ja, will ich aber nicht. Smooth glidely. Das wollen wir. Haha, okay. Sieht schon besser aus. Oh, Scrag. Looks like we took some damage back there. Well, I try to reroute the power. Why don't you go ahead and scan the ship? Wollen anfassen? Nein. Ah, wir können das Schiff jetzt scannen. Da ist irgendwas. Well, looks like the main sensor antenna has been damaged. All right, let's switch to backup. Okay, let's do the next one. Switching to defense systems. Well, the deflector shields are totally offline. One more hit and we would have been toast. Let's shut them down until we can get them repaired. Wir reparieren alles. Wow. Something's wrong, Captain. Let's go check it out. Oh, der hat keine Beine. Du hast keine Beine! Something's pulled us out of hyperspace and put us down in the Atreides sector. We're in the outer rim. That doesn't look like any Star Destroyer that I've ever das seen. Das werden wohl das Imperium sein. This is Admiral Carius of the Galactic Empire. Surrender control of your ship immediately. This is ZOE3, First Mate on the Windfall. Zoe to my friends. There must be some mistake. Admiral, the Windfall is a humble salvage vessel. Any sort of immediate compliance will result in your destruction. My bad, Admiral. Sorry about that. Slaving our ship's guidance to your Imperial control now. Oh, wir mussten die Kontrolle abgeben, sonst hätten die uns zerstört. We didn't do anything that bad. Whoa. Alleine der Sound von den TIE Fightern. That looks like Mustafar.
Mustafar's a mining planet. Why are the Imperials taking us there? Was geht jetzt ab? Machen wir jetzt auf den Planeten? Ich will mich festhalten, aber ich kann nicht. What's the Empire even doing on that hot of planet? Bei uns? Okay. I got a bad feeling about this, Captain. Ich habe auch ein schlechtes Gefühl. Ist auf jeden Fall nicht gut. Wo ist mein Schwert? Ich mach die alle kaputt. I'm officially worried, Captain. Open your door! Just a moment. Sorry, we're... Oh! Hi. Nicht gut. Don't move, scum! Whoa! You've caused us considerable inconvenience, smuggler. Smugglers? Who said we were smugglers? Hey, das ist mein Take Roboter! Take them both to the holding cells. Du hast ja was an der Nase. Okay. Cooperate, and I promise you a merciful death when he's through with you. You are not the first candidate to fall under his scrutiny, and you will likely not be the last. Oh, Darth Vader. Hier ist es ziemlich dunkel. Der scheint ziemlich groß zu sein. You may wonder why I have brought you here. You are required to perform one simple task. Ich wundere mich echt, warum ich hier bin. Open this configuration and I will spare your life. Ich wollte aber schon immer wissen, für was die Knöpfe da an deinem Do as Lord Vader says. Jetzt? By the core. Ich verzauber dich jetzt. Sieht cool aus. The one I've been searching for. Okay, wir sind derjenige, nachdem er gesucht hat. Boah, der ist riesig, der Typ. Admiral Gable. Wahnsinn. I will send for you shortly.
you. Who? Come closer, here. Come here, they mustn't hear us. You opened the artifact. No one's been able to do that for eons. Vader's been scouring the galaxy for someone of your bloodline. What bloodline? What are you talking about? Also, please introduce yourself. Who are you? Vylip Fulma, lore master of my cavern clan. Vylip. Uh-huh. And why should we trust you? Do you want to get out of here? Then listen. Now that Vader's found you, he's in reach of enormous power. He means to conquer death itself. Countless lives are in danger, including your own. You must escape this planet. Yeah, way ahead of you on that, lore master, except I can't reach it. Here, use this to access the main breaker. Wait, you have a hydro spanner? I don't want to ask, but where have you been hiding that? Don't tell. You know what? I don't want to know. So. Ja, gelacht, wenn wir das nicht schaffen hier. That sounds promising. Und jetzt? Kann ich da irgendwas machen? Ist hier irgendwo sonst? It looks like that damaged the panel. Can you pull it open? Ah, okay. Jetzt kommen wir auf den grünen Knopf, oder? Violet, was it? I was technically not listening. The door is activated by voice print. Okay, no offense, but this is not our first jailbreak. Step aside, please, and keep quiet. I can simulate the Admiral's voice. Voice ID, Admiral Cable Carius. Voice ID, Admiral Cable Carius. Hört sich nicht so an, Junge. Voice ID, Admiral Cable Carius. This way, hurry. Ah, wir haben ein Inventar, das ist cool. Wir müssen auf jeden Fall hier entkommen, da wollen wir nicht lang, da ist Vader hin. Ja, ich mach's wieder. Take us to the hangar, but we need to override the security. Perfect. Good, good, good. Ich will schießen, gib mir die Knarre. We better move before any more guards arrive. There's the windfall. That's our ship. We gotta find a way down there. Quickly, let's move! No, no. Get the Knarre. This place will be swarming with troopers in seconds. This is Admiral Carius. All personnel alert. Prisoners have escaped. Lock down the hangar and secure all exits. Ah, we'll never get to our ship now. You'll have to find the priestess of my clan. Down in the caverns beneath us. She's your only way off Mustafar now. Take my lore totem. It will help her find. Seine Leute finden. I'll hold them off. Find the priestess. She's your only hope. We gotta move. The elevators are going into lockdown. The only route is via these private chambers above us. No telling what's up there. Okay, der kleine Kerl hat sich geopfert. It can't be worse than this, right? Secure stations! Secure stations! Prisoners have escaped! Locking out all service elevators and doors! We're sitting bloggins in here. We'll have to find another way out. I can't override the controls. Can you try? Ja, klar.
Mit meinem Akkuschrauber kann ich alles. It's working. I can see a hatch up in the ceiling. That's it. The hatch is opening. Okay, there's a ladder. Oh, thank the maker. Way out. Follow me. Das schaffen wir auch. I guess the only way is up. Scraggit, I hate heights. You know, this is humiliating. If you'd upgraded my repulsor lift module, I wouldn't have to drag myself up like a meat bag. Hey, looks like we could climb up here. Word of advice. Best not to look down. Right, from here on out, can we just stick to places that don't require climbing, please? Whoa, whoa, whoa. Ugh, oh, I hate those things. Dunkler Raum? Ist irgendwas Helles? Okay. Hallo? Ah, according to the nav route, we can get out through those shutters. Oh, yeah. Okay, I think I can activate them, but I'm gonna need a minute. Leute, darauf habe ich gewartet. Da gibt uns aber gut, ey. Assessment indicates that training is required. Initializing training program. Level beginner. To block an attack, hold your lightsaber still and at an angle across the path of the enemy strike. Replicate the sequence indicated by the hologram to block the attacks. Correct. Okay. Das wird uns gezeigt, wie wir hier kämpfen. Once more. Adequate. Lesson complete. Lesson 2. Attacking. After blocking a series of enemy strikes, they become vulnerable. That's when you attack. For a successful strike, swing in a wide, straight arc. Follow the example arc to perform your own strike. Now, change the strike angle as the hologram shows. Once more. Good form. Lesson complete. Lesson 3. Combination attacks. To keep your opponent off guard, you must assume a different angle for each strike. Strike after blocking these attacks. Try again. Block the attacks. Yeah. Strike after blocking these attacks. Try your own strike. Lesson 3 complete. Final lesson. Blaster deflection. Oh, you yeah. can deflect Blastify back to its source. Defend yourself against the training remote. Muss ich die Augen verbinden? Swing the lightsaber back towards your opponent. Do
push the blaster fire back towards where it came from. After deflection, successful. Beginner training program complete. Prepare for combat. Endlich. I'm actually impressed, Captain. I thought for sure you were dead. Come on, there's no time to celebrate. I found a way out. Yes. Okay. Huh. Ja. Kein Problem. And it's along an outer ledge. Also hier hätte ich jetzt gerne den Vergleich mit der Quest. Yikes! That's a really long. Das ist natürlich nur ein Bild hier gerade. Aber sieht trotzdem nicht schlecht aus. Okay. Well, there's a ventilation shaft just above us, which means we have to go even higher. Ja, komm. So, great news for me. Okay. Ich bin hier. Weiter geht's. Oh, it's actually kind of beautiful. Ich denke, wir müssen da hin. Well, there should be a... den Sound zu hören in VR. Mega. So, wie komme ich jetzt hier rum? Komme ich hier rum? Oh, I'm heating it up first. Then cutting slower. Ich komm hier. Vorbei. Deshalb hat sie cutting slower, okay. Boah, ist das hier dunkel. Oh, das Vader oder wer ist das? I have no doubt. You found a descendant of Lady Kovacs, then? One of the last, it would seem. Unlike the others, this one activated the artifact. Kovacs? Is that what Violet meant about your bloodline? Gut, die haben da irgendein großes Artefakt? You will gain mastery over death itself.
Er spürt doch bestimmt, dass wir hier sind. Also in der Rift S ist das Schwarz jetzt wirklich echt extrem grau. Das könnte schöner aussehen. Padme. Ich auch nicht. Also hat gerade jemand Annie gerufen, also Anakin. Wer weiß, was das für ein Artefakt ist? Down here. Ja. Hurry, get in. Nach dir. Genug davon kriegen. You'll have to find the priestess of my clan. Down in the caverns beneath us. She's your only way off Mustafar now. Take my lore totem. It will help her find you. Cavern, priestess, totem. Is there any version of this plan that doesn't end up with us being dead? Captain? Whatever happens, it's been a good run. Wow! Wow! Look at this. Oh, eine Riesenhalle. It seems like the Imperials are excavating something. Wow. Okay, okay, we got the caverns. How are we gonna find the priestess? Oh, oh, there's a skiff! Skiff? Was meinst du damit? Ist das ein Fahrstuhl oder sowas? I think I can just hotwire this thing. Come over and cover me. Ich beschütze dich. Stadt in den Bergen? That's what the Imperials are excavating. I wonder what Vader is after. Oh, sieht alles so gigantisch aus. My guess is that's where we'll find it. Ich denke, wir sind die Richtigen. Ja.
see it. That guy looks like the welcoming committee. I hope this priestess shows up. Okay, jetzt zeigt uns, wo wir hin müssen. Okay. Hier ist Endstation. Hey, the totem's glowing. That creepy guy said you were a descendant of Lady Corvax. Be her. I bet this was her castle. Ja, wir sind in einem Schloss drin, das hast du recht. Boah, ist das dunkel. After you, Captain. Why don't you go first? Ah, ich trau mir. Ich trau mich. Auch wenn das sehr gruselig aussieht. By the original light. Ah, it appears Vader has finally found his candidate. Hi. Are you the priestess? Bylip said we should give you this, that you'd help us escape. We don't have much time. I must help you understand. Once, our world Mustafa was green, filled with life. Lady Corvax abided here with her husband, Sardorin, living in peace with my people. The bright star was our most sacred object. Its energy nourished our planet. Cool gezeichnet. One day, our world was attacked. Lady Kovac's husband fell in battle. She stole the bright star, believing it would restore her husband to life. She created the Eon End, a terrible machine. It reduced our world to the wasteland you see now. The bright star is hidden beneath us, somewhere within Lady Corvax's sanctum. Vader has the only key. But he needs a descendant of the ladies to wield it. Vader is here. Vader is here, ist nicht gut. Gar nicht gut. Help him retrieve the bright star. Our best chance is to follow and take it from him. In our hands, the bright star could heal our planet. Wait, retrieve the bright star? Oh, hold on, that wasn't the deal. No. Circumstances have changed. No, destiny has bound us together now, and our future is in your hands. Fate has chosen you. Oh, great. Thanks for stopping by. Because you know what I wanted? I wanted a lot of fate. I thought that would be fun, you know, some future. Oh, God. Oh, my. Lord Vader, it wasn't our fault. The Mustafarian forced us to help him. Do not insult me with excuses. You know what I seek. Take the artifact key. Open the sanctum lock now. Nee. Mach ich nicht. Ich muss wohl. Do as I command. Ich kann mein Schwert auch nicht ziehen. The prisoner!
Ross. Da geht er ganz schnell auf. Der Raider macht alles fertig. Ich kann gar nicht bewegen, dass du jetzt. Yourself well. I will not be denied. You will help seize the Bright Star. I sense a latent force ability within you. Follow me and I will instruct you in its ways. You will need the force if you are to survive the path ahead. Ich will nicht böse sein. Ich bin ein guter Padawan. Ja, Leute, das war Vader Immortal Episode 1. Kommen wir erstmal zu den positiven Aspekten. Wie geil ist es, Star Wars selbst in VR zu erleben, ein Lichtschwert in der virtuellen Hand zu halten und damit zu kämpfen, Laserstrahlen abzuwehren und ja, echt genial. Das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der so ja, 70er, 80er Jahre geboren ist. Also ich war als Kind ein mega Star Wars Fan und ja, das hier selber zu erleben, ist genial. Mega imposant fand ich, als der Darth Vader auf uns zukam. Und ja, der hat eine riesige Figur, also Schultern so, ein Kopf größer als ich. Also das war schon beängstigend und imposant zugleich. Also das fand ich echt genial. Grafisch sieht das echt super bombastisch aus, also echt genial. Und ja, zur Quest. Ich habe nur die Quest-Szene gespielt, so 2-3 Minuten, als ich in dem Raumschiff angefangen habe. Aber allein da schon sieht man, dass die PC-Version da echt eine Schippe draufgelegt hat. Ist aber auch klar, also wo soll die Quest diese Grafikpower herholen? Da ist mir gerade das Licht ausgegangen, aber wir machen jetzt einfach weiter. Der Akku ist wahrscheinlich leer von dem Teil. Ja, zu den negativen Aspekten. Also erstmal zur Rift S. Es waren sehr viele dunkle Werte, Bilder dabei. Es war sehr dunkel gehalten, das Ganze. Und in der Rift S sieht es einfach nur grau aus. Also nicht gut. Also dicker Minuspunkt für die Rift S. Also es gibt dunkle Spiele, die echt gar nicht so, da fällt es gar nicht so mega auf, dass die so einen schlechten Schwarzwert hat. Zum Beispiel bei Dead Effect 2, wo wir es gespielt haben, letztens beim VR-Pack.
ist es überhaupt nicht irgendwie negativ aufgefallen. Da gibt es auch einige schwarze Bereiche, sage ich mal, dunkle Bereiche. Und da ist mir gar nicht negativ aufgefallen. Hier hat man das echt mega gemerkt, dass alle dunklen Ecken fast nur grau sind. Und ja, nicht schön. Hätte ich jetzt gerne auch nochmal mit der Rift probiert. Aber ich habe alles auseinandergebaut und in die Kartons verpackt. Ich will die Rift CV1 eigentlich verkaufen. Wer Interesse hat, kann sich da gerne melden. Ja, das dazu. Dann zum Spiel selber. Also ich fand die Interaktionsmöglichkeiten ziemlich begrenzt. Also da hätte ich mir echt mehr gewünscht. Besonders in den Kampfszenen, wo man, ja, man ist wirklich statisch gefangen, man kann sich gar nicht bewegen und muss dann einfach nur abwarten, ja, kommt der Gegner jetzt nah genug, kann ich abblocken, kann ich schon schlagen, weil er schon nah genug dran ist. Und ja, das fand ich jetzt nicht toll. In der Szene, wo die ganzen Imperium-Soldaten auf uns zukommen und sich verschanzen und auf uns schießen, hätte ich mir auch eher gewünscht, dass ich da hinlaufen kann und ja, die anders irgendwie aufhalten kann, als nur diese Laserstrahlen abzuwehren. War jetzt nicht so toll. Wenn man zu irgendeinem Pult musste oder zum Schalter, fand ich nicht gut, dass man genau, ja, es wurde angezeigt, ja, komm hier hin. Und wenn man dann dorthin gegangen ist in Locomotion-Modus, ja, kam nochmal ganz kurz so eine Ablende und man hatte auf einmal die ganz normale, einen anderen Blickwinkel, sag ich mal. Ist nicht mega aufgefallen, aber trotzdem muss das in Locomotion meiner Meinung nach nicht sein. Nimmt die Immersion und auch ein Minuspunkt. Die Story war echt nett gemacht, finde ich. Man wird gefangen genommen vom Imperium und Darth Vader denkt, wir sind der Auserwählte und gibt uns diesen Würfel in die Hand. Wir sollen ihn öffnen und ja, das machen wir dann auch. Später merken wir dann, okay, es ist ein Schlüssel zu irgendwas und ja, am Ende kämpfen wir dann Seite an Seite mit Darth Vader gegen diese Wächter in diesem Palast und ja, am Ende sagt er halt, ja, folg mir, folge der dunklen Seite der Macht und ich werde dich lehren und so weiter. Also da bin ich gespannt, wie es weitergeht und ob wir in Episode 2 auch ein bisschen mehr Interaktionsmöglichkeiten haben. Können wir entscheiden, gehen wir die dunkle Seite oder gehen wir die helle Seite der Macht? Und das wäre echt genial, wenn es da wirklich so einen Weg gibt, den wir einschlagen können. Und echt mehr Freiheiten. Also klar, es soll eher so eine interaktive Serie sein. Vielleicht kommt dann auch irgendwann mal wirklich ein Spiel, wo wir viel, viel mehr Möglichkeiten haben. Trotzdem, für die Serie jetzt wünsche ich mir mehr Interaktionsmöglichkeiten und bin gespannt, wie das umgesetzt wird, das Ganze. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Wäre natürlich cool, wie gesagt, wenn es wirklich mehrere Handlungsstränge gibt. Auch wenn es eine interaktive Serie ist, muss nicht geradlinig nur einen Handlungsstrang geben. Wie gesagt, der kann auch abweichen. Und das würde ich mir wünschen und ich bin echt gespannt. Ja, ich würde auch gerne eure Meinungen hören. Wie fandet ihr das? Habt ihr es selber getestet? Und wenn ja, schreibt mir einfach unter die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Ich muss mich jetzt nochmal kurz entschuldigen. Mein Greenscreen, den ich eingestellt habe, hat oben einen kleinen Balken leider. Ich musste die Kamera neu einrichten und in OBS ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Und nachher beim Rendern habe ich mir gedacht, oh je, warum ist da jetzt dieser Mist kleine Balken? Also ist es ein ganz feiner Balken. Den sieht man auch nur, wenn es hell ist. Im nächsten Video werde ich den natürlich eliminieren, ist ganz klar. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, haut ein Like raus, würde ich mich echt drüber freuen. Und ja, wie immer, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Also haut auf den Abo-Button und helft mir, die 500 zu erreichen. Dann gibt es auch irgendein Special. Also ich habe mir auch auf jeden Fall überlegt, dass da nochmal ein richtiger Horror-Livestream kommt. Ich glaube, der wird gerne gesehen, besonders weil ich so eine richtige Schissbuchs bin. Und wenn ich die 500 erreiche, werde ich mir da noch ein Horrorspiel raussuchen, das ich streame. Und ja, Livestreams werden jetzt sowieso öfters kommen. Ich hoffe, nächste Woche lässt die Temperatur das auch zu, denn es sind ja über irgendwie 36 Grad gemeldet und das wird echt Wahnsinn in VR und unter der Brille dann.
muss man schauen, wie das Ganze dann zu handeln ist und ob da neue Videos kommen. Ich versuche auf jeden Fall jetzt weiterzumachen und immer neue Videos rauszubringen. Aber wirklich im Hochsommer ist das hier der Wahnsinn. Ich kann das Fenster dann auch nicht auflassen, um ein bisschen Luft zu bekommen. Ich muss mir noch überlegen, ob ich mir hier so einen kleinen Ventilator hinstelle, der dann ein bisschen wenigstens für Umluft sorgt. Dann kann man es besser aushalten. Naja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, like, wenn euch es gefallen hat. Haut ein Abo raus und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.